Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich ein bisschen versteckt. Meine Pakete aus Japan sind gekommen. Und wir machen die ja jetzt auf. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. Man kann mich nicht sehen. Es sind drei Pakete. Zwei kleine. Hier. Du, 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 du. Zwei kleine. Und ein großes. Ich muss mal das Mikrofon weg. Ein großes Paket. Wir schauen rein. Was ist? Oh. Da drinnen war das große, ist ziemlich schwer. Genau, ich mache jetzt mal wieder in den alten Modus. Zack. Und schon besser. Okay, ich hole eins nach dem anderen raus aus dem Paket. Jetzt muss ich nur mit meiner Maus ein bisschen arbeiten. So. Stellen wir die mal aus dem Bild. Aus dem Bild. Doch, das passt. Ist ein bisschen Hintergrund, ein bisschen schräg, aber das passt schon. Genau, da würde ich sagen, hole ich mal das erste Paket und ich mache es auf. Mein Messer. Ich habe es benutzt. Ich habe über Zen Market bestellt. Ist eine coole Seite. Da kann man bestellen, wie als würde man in Japan wohnen und sich da nach Hause schicken lassen. Also kann ich nur empfehlen. Ich kriege kein Geld von Zen Market, ist kein Sponsoring, sondern ich habe es selbst bezahlt und es ist meine eigene Meinung. Meine eigene Meinung sagt, Zen Market ist cool und deswegen holt euch da. Und falls ihr von Zen Market das hier reinschaut, ich würde gern gesponsert werden. Also tut euch keinen Zwang an. Nein, nein, ja, aber wir schauen jetzt mal rein. Ach so, jetzt habe ich mich verschluckt. Was es Neues gibt bei mir, ich habe jetzt auch Instagram. Stellt euch vor. Und in Instagram werde ich Sachen hochladen, wie zum Beispiel von meinen Openings, Ankündigungen, Videos, Ankündigungen, Stream-Ankündigungen und halt Karten, die ich verkaufe, die ich selber gar nicht haben will aus dem Opening. Das heißt, falls ihr mein Opening seht, könnt ihr da immer wieder gerne mal reinschauen. Und dann seht ihr, was ich nicht haben will. Vielleicht wollt ihr es dann haben. Okay, hier ist das erste. Sonst ist hier nichts drin, außer Filmmaterial und eine Nachricht von Zen Market. Dear customer, thank you for using Zen Market. Und ist auch auf Deutsch? Nein. Okay, cool. Sehr gut. Dann schauen wir mal rein. Ich habe schon teilweise vergessen. Also ich habe viel Rush-Tool-Sachen bestellt. Also kann hier nur was von Rush-Tool drin sein. Deswegen bin ich mal gespannt, was auf mich wartet. Oh ja. Okay. Ah. Wow, bei denen sind die so verpackt. Okay. Das sind drei der neuen Decks, die rausgekommen sind. Süß, die sind ja jetzt kleiner verpackt. Wie bei Digimon. Auch nicht schlecht. Okay. Hier haben wir also drei neue Decks. Aus Rush Duel. Das erste. Drei neue kleine Decks. Richtig gute Karten drin. Da bin ich mal gespannt. Ich werde auch Openings dazu machen. Also seid gespannt, was da noch auf uns zukommt. Schauen wir weiter. Wo? Ich tue es wieder in die. Ach, ich tue es auf. In die Box wieder rein. So, sehr schön verpackt. Danke, Stan Market. Dann schauen wir mal weiter. Das nächste Paket. Nochmal eins von den kleinen. Bevor wir uns um das richtige Paket kümmern. Das große. Denn ich habe nicht nur Yu-Gi-Oh! Sachen bestellt. Nein, auch ein bisschen Digimon und andere Sachen. Okay. Japanische Zeitung. Wollt ihr mal sehen, wie Zeitung in Japan aussieht? Zeig's euch mal. So sieht Zeitung in Japan aus. Ein Teil davon. Sehr interessant. Nichts weiter drin. Und wir haben hier zwei Displays. Zwei Rush-Tool-Displays.
schauen wir mal rein, was für Displays wir hier haben. Am besten, okay, ich schneide einfach mal hier pauschal mit meinem kleinen Messer rein. Oh ja, oh. Hier haben wir das erste Display. Sogar doppelt verpackt, wie schön. Das erste Rush-To-Display. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Ich habe mich nicht informiert. Aber wenn ich das Opening mache, dann werdet ihr informiert. Dann werde ich schon sagen, wie die Displays heißen. Und dann haben wir noch dieses Display. Ah, cool. Ja, ich habe hauptsächlich Rush-Tool-Sachen bestellt. Einfach, weil ich so hyped drauf bin. Ihr werdet dazu noch ganz viel sehen. Wenn ihr meinen Podcast nicht gehört habt, Leute, hört euch den Podcast dazu an. Da war der Daudi zu Gast. Genau, machen wir weiter. Kommen wir zu dem Riesenpaket. Die haben das so gut verpackt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das Riesenteil öffnen soll. Oh. Ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht so sehen. Die haben so extra Schutz drum gemacht. Deswegen wird es ein bisschen jetzt komisch, schwierig off-camera zu machen. Besser gesagt, on-camera wird es schwierig, aber off-camera geht das schon. Okay. Ja, ich habe extra Schutzverpackung. Da kann man auch für zahlen bei Zen Market. Extra Schutzverpackung. Die haben da so einen Schutzrahmen drum gemacht. Ziemlich cool. Muss ich vorsichtig sein. Aber ich habe nicht nur in Japan bestellt, nein, ich habe auch in Korea bestellt. Und auch die Sachen sind schon da, aber dazu mache ich kein Opening Video schon wieder. Deswegen. Okay, erstmal wieder die Dankeskarte. Und jetzt oh, da wartet sehr viel auf mich. Oh mein Gott. Okay. Das erste haben wir hier. Oh mein Gott, was ist da dabei? Es sind zwei. Es sind die zwei Starter-Decks. Oh, und ich habe sogar die Deckboxen dazu bekommen. Wie cool. Dafür habe ich gar nicht gezahlt. Die habe ich umsonst dazu bekommen, so wie es ausschaut. Cool. Hier haben wir die zwei Starter-Decks vom Rush-Tool. Von Yuma und Luke. Samson und Magician. Und dazu hier die Deckboxen. Aus Plastik, soviel ich weiß. Voll gut. Hey, cool. Ich freue mich über Deckboxen. Ich freue mich immer über Deckboxen. Geil. Okay, weiter geht's. Ich leg das mal. Mist, langsam geht immer Platz auf die Seite. Holen wir hier das nächste raus. Was ist das? Naruto und Boruto. Ich habe teilweise vergessen, was es ist. Schon eine Weile her. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich glaube, das sind Promocodes. Ach, das sind Promocodes, die irgendwo dabei waren für ein Spiel. Ein Naruto-Spiel. Okay, cool. Da mache ich mich mal schlau. Welches Spiel genau? Ja.
Okay, und wir schauen weiter. Ich habe mir auch Lösungsbücher und Mangas bestellt, deswegen hier das erste Buch. Ein Final Fantasy Buch. Ein Final Fantasy 7 Buch. Sehr schön. Ich werde es jetzt nicht öffnen, ich lasse es mal zugeschlossen. Das ist, glaube ich, ein Artbook. Und genau. Einmal das hier und natürlich das Yu-Gi-Oh! Buch, OCG-Buch. Da sind die Sets drin abgelichtet. Und richtig schön. Vielleicht werde ich dazu nochmal ein extra Video machen. Ich glaube, das ist doppelt verschlossen. Kann das sein? Oder? Nein, nein. Okay, das lasse ich mal so verschlossen, bis ich umgezogen bin. Denn ich bin am Umziehen, so langsam, aber sicher. Deswegen, ja. Okay, ein schönes Buch. Sammelalbum. Dann. Ich habe ein bisschen was bestellt an Bücher. Und Mangas. Und V-Jumps, denn ich bin heiß auf die Promokarten, die da drin sind. Dann haben wir hier ein V-Jump-Special zu Yu-Gi-Oh! Sevens. Sieht man hier nochmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So. Vielleicht noch den Winkel. So. Hier sieht man. Also. Mit, ja. Da bin ich selber noch gespannt, was da drin auf mich wartet. So einiges, so wie es ausschaut. Also bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier nochmal ein komplettes Special. Oh, warte. Das ist nicht doppelt. Okay. Ein komplettes Special-Magazin zu Rush Duel. Ich schätze, da sind die ganzen Karten verzeichnet und schön in hochauflösender Farbe. Da stehe ich ja richtig drauf. Deswegen sehr gut. Ich stehe auf so Artwork-Sachen. Dann habe ich mir hier noch ein V-Jump-Buch. Zu Yu-Gi-Oh! Eine schöne Ausgabe. Mit schöner Promo. Und auch zu Digimon gibt es ein Register, sozusagen, Buch, Artwork-Buch. Hier sind alle Karten drin. Abgelichtet mal schön, um zu sehen, welche Karten sind in welchem Set. Deswegen freue ich mich da auch drüber. Schauen wir gleich weiter. Jetzt machen wir mal die ganzen Mangas und so. Oder halt ganze Bücher. Und gehen dann weiter. Dann habe ich hier noch eine V-Jump. Mit Monster Hunter Stories Werbung. Und wir haben eine V-Jump zu Naruto Boruto. Fand ich sehr interessant und ich stehe auf die Sachen. Ich schaue mir sowas gern an. Genau. Und vielleicht möchte ich mein Japanisch mal wieder ein bisschen auffrischen oder so. Und dann habe ich hier etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe. Nämlich ein Dragon Quest 11 Special aus der V-Jump. Ein Special Book. Ich schätze mal, es ist sogar ein Lösungsbuch. Fand ich ziemlich cool, dass ich das gefunden habe. Und oh ja. Ein Yu-Gi-Oh! Manga Buch. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Wobei, ich glaube, das ist nicht ein Manga. Irgendwas wird sein, aber ich finde es super. Und ihr wisst, ich sammle gern. Deswegen muss es hier. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen mehr in Yu-Gi-Oh! Richtung. Und wir haben
das nächste Display. Ja, ich habe es mir zweimal bestellt. Denn ich will die Maximum sammeln mit dem Monster hier machen. Deswegen habe ich mir das Display nochmal geholt. Tun wir es auf die Seite, hier zu der anderen Seite. Dann habe ich hier, oh ja, jetzt geht es wieder in Richtung Digimon. Ich habe mir ein Display von dem Special Set geholt. Mit den alten Artworks. Auch zu Digimon wird in Zukunft noch ein bisschen was kommen, sobald ich umgezogen bin. Deswegen bleibt da dran. Ich bin nämlich riesen Digimon-Fan. Wer meinen Stream geschaut hat, weiß, dass ich Digimon World 1 durchgespielt habe. Oder versucht habe durchzuspielen. Dann habe ich meinen Rechner geholt und zack, es war weg. Ja. Also ein Display davon. Ah, das lasse ich einfach so. Dann geht es weiter. Mit einem neuen Brushstuhl-Display. Und? Wer hätte gedacht, noch ein Brushstuhl-Display. Es ist bezahlt. Dann habe ich hier noch etwas. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Deswegen gehe ich mal ganz vorsichtig damit um. Gehe mal wieder auf die Seite. Gehe ich jetzt ganz vorsichtig damit um. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist eine Karte. Was sich hier drin verbirgt. Na. Es sind Karten, auf jeden Fall. Sie sind doppelt gesleeved. Oh, wir haben hier ein Kartenpack. E-Hero Stratos. Helmbeam, glaube ich. Deco Talker. Wie heißen die? Irgendwas mit Pfeilen. Graf Lesia ist die. Eine Trap Tricks. Eine Trap Tricks Karte und eine. Ja. Die war wohl Bonus hier drin. Na gut. Dann sage ich nicht Nein dazu. Warum nicht? Wieder Eis gepackt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur letzten Sache. Ja. Und zwar zur Yu-Gi-Oh! Duel Royal Box, die ich gefunden habe. Und die werde ich dann bald aufmachen. Die Duel Royal Box. Da sind drei Decks drin. Einmal Dunkler Magier, einmal Blue Eyes und einmal Gierfried für die drei Protagonisten. Dann sind da Sleeves drin und Card Divider und so ein Stuff. Deswegen seid gespannt, was da kommt. Genau. Das war's eigentlich. Also ganz viel Rushstuhl-Kram hauptsächlich, weil ich ein riesen Rushstuhl-Fan bin. Zurzeit macht mir das mehr Spaß als das normale Yu-Gi-Oh! Game, deswegen seid da gespannt. Ja, alles japanisch oder koreanisch, was ich hier habe. Aber irgendwann kommt es zu uns, sondern genau. Mit Edo Pro lässt sich alles lösen oder Projekt Ignis. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und wartet's nur ab. Bald kommt das Opening zu ein oder paar Displays. Also von dem her, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao.